بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, er sagte in einer Überlieferung, die wir bei Al-Bukhari und anderen Hadith-Werken finden, Folgendes. Und der Kontext von diesem Hadith ist folgender, und zwar, dass ein Sahabi mit dem Namen Na'uf ibn Malik, Allahs Wohlgefallen auf ihm, dieser ging zum Propheten während der Schlacht von Tabuk. Und diese fand im 9. Jahr nach der Hijra statt. Und es war eine Schlacht gegen die Römer. Und es war die letzte Schlacht des Propheten, Allahs Segen und Frieden auf ihm, gegen die Römer. Und der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, er saß in seinem Zelt. Es war ein Lederzelt. Und Tabuk ist im hohen Norden des Hijaz. Und es grenzt schon beinahe an Jordanien. Es liegt noch in Saudi-Arabien und es grenzt beinahe an Jordanien. Und Auf ibn Malik, er fand den Propheten Allahs Segen und Frieden auf ihm sitzend in seinem Zelt vor, welches aus gegerbter Haut bestand. Und er fragte den Propheten, ob er eintreten darf, und dann gab der Prophet ihm die Erlaubnis, Allahs Segen und Frieden auf ihm. Und dann sagte der Prophet Folgendes, und hört euch diese Worte des Propheten an. Er sagte, U'dud sittan bayna yaday as-sa'a. Zähle sechs, damit sind sechs Zeichen gemeint, die das Herannahen der Stunde anzeigen. Sechs Zeichen, die noch vor dem Tag der Auferstehung passieren werden und die auf die Nähe der Stunde hinweisen. Und nun zählt der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, diese sechs Sachen auf. Er sagt, Mauti, mein Tod, thumma fathu baytil maqdis. Danach, die zweite Sache ist die Eroberung Jerusalems. Dann sagt der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, thumma mutanun ya'khudhu fikum kaqu'asil ghanam. Dann eine Plage, die euch heimsuchen wird, wie die Plage, die Schafe heimsucht. Und wir erklären gleich, was damit gemeint ist. Thumma istifadatul mal hatta yu'ta ar-rajulu 100 dinarin fayadhallu sakhita. Danach die Vermehrung des Reichtums in solch einem Ausmaß, dass selbst wenn man jemandem 100 Dinar gibt, er nicht satt wird, er nicht zufrieden ist mit diesen 100 Dinar. Dann, ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. Und dann eine Fitna, eine Bedrängnis, eine Prüfung, die in jedes arabische Haus eindringen wird. ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية تحت كل غاية 12,000. Und danach wird es ein Bündnis zwischen euch und den Bani al-Asfar, und damit sind die Römer gemeint, geben, und diese werden euch verraten, also die Römer werden die Muslime verraten und unter 80 Fahnen angreifen, und unter jeder Flagge werden 12.000 Soldaten sein. Gehen wir nun auf die Überlieferung ein. Das erste Zeichen, das der Prophet Allahs Segen und Frieden auf ihm hier nennt, ist sein Tod. Allahs Segen und Frieden auf ihm. Und dieser Tod fand im 11. Jahr nach der Hijra statt. Die zweite Sache, die der Prophet erwähnt, Allahs Segen und Frieden auf ihm, ist die Eroberung Jerusalems. Und diese Eroberung, die fand zur Zeit von Umar, Allahs Wohlgefallen auf ihm, statt, als er der Khalifa war. Und dies war im 16. Jahr nach der Hijra. Danach der dritte Punkt. Und das ist eine Plage, die der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, prophezeite. Diese Plage wird euch heimsuchen, wie eine Plage, die Schafe heimsucht. Und hier ist das, der arabische Begriff, der hier verwendet wird, ist وَيَكُونُ كَقُعَاسِ الْغَنَمِ. Und قُعَاسِ الْغَنَمِ ist eine Krankheit, die die Schafe heimsucht, sodass aus ihren Nasen etwas läuft und sie dann plötzlich sterben. Das erwähnt unter anderem Ibn Hajar in seiner Erklärung zu dieser Überlieferung. Und diese Pest, sie fand im 18. Jahr nach der Hijra statt. Und sie wurde Ta'un Amwas genannt. Durch diese Pest starben 70.000 der Muslime. Und es starben unter anderem auch großartige Imame,
der Sahaba wie Abu Ubaidah ibn al-Jarrah oder Mu'adh ibn Jabal und andere großartige Sahaba, Allahs Wohlgefallen auf ihnen. Und das ist das dritte Zeichen. Das vierte Zeichen, Vermehrung des Reichtums in solch einem Ausmaß, dass selbst wenn man jemanden 100 Dinar gibt, er nicht satt wird. Das heißt, man gibt ihm 100 Dinar und er ist unzufrieden. Und dies ist zurückzuführen auf zwei Gründe, oder es kann zwei Gründe haben. Entweder aufgrund der Gier, dass er nicht genug kriegt, oder aber es ist darauf zurückzuführen, dass diese 100 Dinar ihm nicht mehr genügen. Denn mit diesen 100 Dinar kann er nicht mehr seine Fixkosten decken, oder mit diesen 100 Dinar kann er nichts großartig machen. Danach die fünfte Sache, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier erwähnt. Und zwar eine Fitna, die kein arabisches Haus entgehen wird. Also diese Fitna, sie wird in jedes Haus gelangen. Und Fitna im Arabischen ist al-ikhtibar oder al-ibtila, was so viel bedeutet wie eine Prüfung oder eine Heimsuchung. Und dies ist eine allgemeine Fitna, die die Häuser betritt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er könnte hier, und Allah weiß es am besten, wir können nicht sagen, dass der Prophet das mit Sicherheit meinte, aber in der heutigen Zeit sagen dies viele Gelehrte und erklären damit Folgendes, und zwar, dass der Prophet hier die heutigen Medien meinte, Allahs Segen und Frieden auf ihm. Und natürlich weiß Allah am besten, was der Prophet hier genau meinte, aber in der Zeit, in der wir leben, oder mit der Zeit kann man diese Hadithe insbesondere in Bezug auf die Zeichen der Stunde besser verstehen. Und keiner kann mit Gewissheit sagen, was der Prophet genau meinte. Aber das, was viele Gelehrte sagen, ist, dass er möglicherweise die heutigen Medien meinte. In all ihren verschiedenen Formen, wie zum Beispiel der Fernseher oder das Internet insbesondere, wodurch das Übel in die Häuser der Menschen gelangt. Du bist nicht dorthin gegangen, sondern diese Fitna kam zu dir und hat dein Haus betreten, während du zum Beispiel auf deinem Bett liegst oder auf deiner Couch sitzt, hat diese Fitna den Weg zu dir gefunden in dein Haus. Und es gibt heute so gut wie kein Haus, das so etwas nicht besitzt. Und wenn es das gibt, dann ist es die absolute Minderheit. Du kannst heute in dieser Welt so kaum noch überleben ohne Internet und ohne Smartphones und so weiter. Deswegen sagten viele Gelehrte, insbesondere aus der heutigen Zeit, dass damit diese Medien gemeint sind. Und Allah weiß es am besten. Wenn wir zum Beispiel auf Gelehrte von früher schauen, die das Internet und die Medien nie gesehen haben, sie erklärten diese Fitna hier mit der Ermordung Uthmans. Das heißt, diese Leute, sie haben nie diese Medien gesehen. Und deswegen erwähnen wir nochmal, dass die Gelehrten in der heutigen Zeit diese Hadithe so verstehen, dass damit die Medien gemeint sind. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß es am besten. Und wenn damit die Medien gemeint sind, dann wäre diese Prophezeiung ebenfalls erfüllt. Das hieße, dass damit fünf Sachen erfüllt wären von diesen sechs. Und es bleibt noch eine sechste, und zwar die letzte. Was ist die letzte Prophezeiung? Dass es ein Waffenstillstand, beziehungsweise thumma hudnatun takunu bainakum wa baina bani al-asfar. Dann wird es ein Bündnis geben zwischen euch und zwischen den Römern. Und mit den Römern sind heute die Europäer und der Westen gemeint. Und diese Leute, also die Nachfahren der Römer, sie werden mit den Muslimen einen Pakt schließen. Was für einen Pakt schließen sie? Ala tark al-qital. Dass sie den Kampf unterlassen werden. Das heißt ein Friedensabkommen sozusagen. Und dann werden die Römer, also die Europäer oder der Westen, werden ihren Bund nicht einhalten. Ja, sie werden ihr Abkommen nicht einhalten und sie werden die Muslime betrügen und den Pakt brechen. Dann werden sie die Muslime unter 80 Flaggen bekämpfen und unter jeder Flagge sind 12.000 Soldaten. Und das hieße, dass die Europäer die Muslime mit 960.000 Soldaten, also knapp 1 Million Soldaten, angreifen werden, nachdem sie den Pakt mit den Muslimen brechen. Und dieser Hadith ist gewaltig, weil wenn wir auf diesen Hadith schauen, dann erwähnt der Prophet sallallahu alaihi wasallam sechs Sachen. Davon sind fünf Sachen eingetroffen. Manche sagen sogar, in Bezug auf die sechste Sache, dass ein Teil davon eingetroffen ist, und zwar, dass es ein Friedensabkommen gibt zwischen muslimischen Ländern und europäischen bzw. westlichen Ländern. Aber es kann sein, dass es noch ein Ereignis ist, das noch auf uns wartet. Und Allah weiß es am besten. Und hier will ich auf eine Sache aufmerksam machen.
Und zwar, dass der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, ein wahrer Prophet ist. Denn diese Sachen, die kann unmöglich jemand wissen, der keine Offenbarung von Allah erhält. Wie kann er wissen, dass seine Gefährten einer Pest ausgesetzt werden, die so viele tausende Muslime tötet? Wie kann er wissen, dass Palästina erobert wird und Jerusalem ist 1200 Kilometer von Medina entfernt? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sein Hauptsitz war in Medina und er ist gestorben 11 nach der Hijra. Wie kommt er auf die Idee, Allahs Segen und Frieden auf ihm, dass seine Armee es schaffen wird, bis nach Palästina zu gelangen? Und das ist sogar schon sehr früh passiert, zur Zeit von Umar radiallahu anhu. Und sie kannten diese Überlieferung. Sie wussten, dass der Prophet die Wahrheit sagt, Allahs Segen und Frieden auf ihm. Und ich meine, der Prophet hat noch viel, viel früher diese Sachen prophezeit, dass sie die Rom und Persien bezwingen werden. Das hat er gesagt, als er nur eine Handvoll Folge hatte. Stellt euch vor, in dieser schwachen Situation, in der sie waren, sagt der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm. Mit voller Überzeugung, dass sie Persien und Rom schlagen. Wenn heute einer aufsteht und er sagt, ja, in Kürze werden diese und diese und diese Weltmacht bezwungen, dann machen die Leute sich wahrscheinlich über diese Person lustig. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das gesagt und es ist so eingetroffen. Genau wie seine ganzen anderen Prophezeiungen. Das kann nur einer wissen, der Offenbarungen von Allah subhanahu wa ta'ala, vom Herrn der Welten bekommt. Alleine die Prophezeiung über das Konkurrieren im Bauen hoher Gebäude. Allein diese Prophezeiung in unserer Zeit, die ist so präzise, so genau. Und wenn man sich Bilder von den Golfstaaten anschaut, vor 50, 60, 70 Jahren, wo sie noch in Zelten gelebt haben, dann versteht man, wie nah oder wie perfekt diese Prophezeiungen waren und wie präzise. Und dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nur ein Gesandter von Allah sein kann. Und dass diese Zeichen, die in diesem Hadith erwähnt werden, so gut wie alle beinahe eingetroffen sind, bis auf das letzte, und Allah weiß es am besten. Hada wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala Muhammad. Möchtest du den Islam lernen und verstehen, hast das Lernen aber immer wieder unterbrochen? Möchtest du den Islam einfach und flexibel auf klassische Weise und ohne Zeitdruck lernen? Bei Jawziya ist all das möglich. Hier erhältst du authentisches Wissen und Ijazat. Zurück zu den Gelehrten von Ahlus Sunnah wal Jama'a, wodurch du in der Lage bist, diese Werke der Gelehrten selbst zu überliefern. Was dich bei Jawziya erwartet? Fiqh, Hadith, Sira und vieles mehr. Klicke jetzt auf Jawziya und werde Mitglied.